So, alles okay, Käse? Ja? Okay, gut. So, Bruno hatte Vorderzahnschleifen heute mit Inhalationsnarkose. Ja, okay. So, you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. Uiuiui, ha, Bruni, so viel hast du getrunken. Ja. This is our time. This is our life. Eine neue Süßigkeit. Ach, die eine habe ich alleine gegessen. Ich habe die gar nicht mit euch getestet. Bevor ich die jetzt wieder alleine esse, machen wir die einmal auf von Ferrero Küsschen, Double Choc Küsschen, nur für kurze Zeit. Ich wollte eigentlich diese Stracciatella Küsschen auch mal probieren. Die waren nämlich im Angebot und was war? Die waren abgelaufen, dachte ich, nee. Double Choc. Nusspralinen Spezialität mit feiner Milch, halbbitter Schokolade. Double Choc. Ach, was ist da normalerweise drin? Glaube ich, so eine Haselnuss. Füllung, oder? Also die Nuss esse ich ja nicht mit. Die könnten sie sich auch sparen, finde ich, oder? Findet ihr, dass die Nuss sein muss? Ah, die sind pink. Ich soll es langsam wissen, gell, aber ich denk immer wieder nicht dran. Dann testen wir mal. Also ich glaube schon, dass sie gut schmecken, wenn die anstelle von diesen Haselnuss-Crisp-Füllung einfach nur eine Schokofüllung hat. Duftet auf jeden Fall gut. Schmeckt sogar sehr gut, finde ich. Also ja, die schmecken mir sehr gut. Die sind richtig gut, ja. Sehr gut. Endlich mal wieder eine neue Süßigkeit, die wirklich gut ist. Also die würde ich mir auf alle Fälle nochmal kaufen. Besser als das Original, finde ich. Schade, dass die Stracciatella-Küsschen abgelaufen waren. Ich hätte die echt auch gerne probiert. Naja, ich bin ein bisschen in den Regen gekommen. Es hat nämlich dann zu regnen angefangen. So, Bruni lässt sich schmecken. Ist was dabei? Für den Bruno? Kleiner Schatz? Gut, das Pfötchen abgestellt hat am Teller. Ja, tu nur schön essen, gell? Super. Bist du so süß. Erik, wenn der jetzt wieder in seine Box hüpft. Ich würde mich ja schlapp lachen. Sieht man das? Ich glaube, er überlegt echt, in seine Box zu hüpfen. So, der Erik ist auch am Essen. Ich mache die Hasenbetten frisch. Super, Bruno. Alles gut, Erik, gell? Alles gut, ja. Jetzt machen wir die Bettys frisch. Ja. Erik, das sind doch nur Kartoffeln, die da kochen. Das sind doch nur Kartoffeln. Alles gut, Erik.
Jetzt schauen wir mal, wie man das da am besten. Wie wir das da am besten reinbringen. Erik ist tatsächlich wieder in die Box gehüpft. Hallo? Das ist ein sicherer Ort, Erik, die Box. Ja? Na gut. So, ich koche einmal Abendessen. Ich mache heute ein Zucchini-Paprika-Champignon-Gemüse. Mit Kartoffeln. Ich habe schlechtes Licht, die Lampe ist nämlich irgendwie manchmal so, dass ich wenigstens ein bisschen erleuchtet bin. Ich habe für Bruno wieder seine Medikamente bestellt. Ich bestelle immer so ein bisschen auf Vorrat, dass ich nicht alle naselang bestellen muss, sondern dass ich halt was da habe. Und zwar habe ich einmal für ihn bestellt Rodicare Adrin für seine Arthrose. Also ich finde die Sachen von Rodicare eh total gut. Dann einmal Rodicare Pulmo. Und dann haben wir noch Vita B. Eigentlich wollte ich noch Immun bestellen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das bestellen wollte, gab es das nicht mehr. Und jetzt habe ich es vergessen. Was haben wir hier? Rabatt. Na, für die nächste Bestellung dann. Habe ich doch den Rabatt eingegeben, da hieß es, der geht nicht mehr. Kann ja nicht sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder eingedeckt. Einmal Vorspeise, eine Orange und einen Apfel. Und mein Gemüse habe ich jetzt noch verfeinert mit Frischkäse und Hüttenkäse mit Kräutern habe ich noch mit reingegeben. Jetzt kann ich es euch besser zeigen, jetzt raucht es und dampft es nicht mehr so. Guten Appetit! So, Abendessen für die Babys ist fertig. Einmal Brunos Brotzerbrett und einmal Eriks Teller. Bis morgen, tschüss!